die Kopfnummer 6 nun hier bei uns in der Bahn, Sesimbra H, gezogen von der Zuchtgemeinschaft Rüdiger Grollius aus Steinel. Bereits 6-jährig ist er, dieser Wallach, gezogen aus der Staatsprämienstute Fiedertanz von Fiedertanz, Sir Bedo und Donnerhall. Angepaart diese Staatsprämienstute an den beliebten Vererber Secret. Es ist der Mutterstamm der Don Bedo 1 und 2 von Donnerhall, der hier zugrunde liegt. Aber auch Fürst Kevenhüller von Florestan, erfolgreich in Grand Prix-Prüfungen unter dem Sattel von Helen Lange-Haneberg, entspringt diesem Mutterstamm. Mit ganz viel Typschönheit präsentiert er sich hier, dieser Rappwaller unter dem Sattel von Marco Zimmermann, heute im Trainingsvideo mit Oliver Ulrich. Ja, dieser Sohn des Secret bewegt sich hier schön dynamisch, mit viel Aktion immer wieder sehen, Marco, dass wir den so ein bisschen flach am Hals lassen, auch schön durch den Körper, dass wirklich aus dem Hinterbein durch den Widerriss nach vorne abwickelt. So genau, ne? Dann sieht man auch, wie er schön durch die Gelenke arbeitet. Das ist prima. Ruhig einmal die Tritte etwas verlängern wollen. So, er jetzt 6-jährig, schon so gefördert bis zur Klasse L. So genau. So, das ist schöner. Ist auch schöner in der Oberlinie. Kommt dann gleich auch besser zum Durchschwingen. So ist es prima. Ne? Dann ruhig einmal einen Handwechsel. Oh, jawohl. Gut. So ist gut. Ne? Ja, schön den Zug zum Mitnehmen. Das ist prima. Genau, dass er in diesen Paraden da schön vor dir bleibt und das nach vorne abwickelt. Gut. So ist prima, Marco. Gut. Gut, ne? Dann können wir ja gleich einmal schon Galopp entwickeln. Oh, genau. Auch der Galopp schön praktisch angelegt. Mit einer guten Bereitschaft auch zur Lastaufnahme. So ist es gut. Ne? Diese Secret-Nachkommen überzeugen wir oft wirklich durch Wittigkeit und Leistungsbereitschaft. Werden die sich wirklich ausbilden lassen. Können wir gleich mal so aus der Ecke kehrt reiten jetzt, Marco. Ne? Dann machen wir einmal so ein paar Meter mal Außengalopp. So, genau. Schön deinen Weg da finden. Ja? Nicht zu einfach hier mit der Deko. Gut gemacht. So, schön Rechtsgalopp weiter. Vor der Ecke dann mal zum Schritt parieren. Dann machen wir mal einmal Linksgalopp. Oh, gut. Schön Schritt, genau. So, und dann wieder nach links galoppieren wollen. Gut. Und gleich wieder den Zug mit nach vorne nehmen. So, alles so Sachen, die er jetzt in der weiteren Ausbildung noch präziser abspulen muss, wo er noch mehr bereit ist, vorher balanciert den Galoppsprung zu tragen. Aber man sieht, dass er dazu bereit ist, dass er das auch wirklich mit dem Reiter absolvieren möchte. Schön gerade halt. Nächste lange Seite, einmal Galoppsprung ein bisschen verlängern, Marco. So ein bisschen nach vorne fühlen. Oh, es ist genau richtig. Gut. Schön mitnehmen den Galopp nach vorne. Jawohl. Gut, gut, prima. Ne? Dann wieder sitzen, dann wieder ein bisschen aufnehmen. Ruhig die lange Seite nochmal im Arbeitsgalopp. Dann lassen wir an der nächsten Zirkel, lassen wir dann einmal die Zügel aus der Hand kauen. Im Galopp lassen wir ihn richtig einmal schön nach unten rausstrecken. So, jetzt lässt ihn mal länger, lässt ihn so weitergehen. So, nochmal länger lassen wollen. So, genau, da schön mit nach vorne. So ist prima. Ne? So, man sieht das Pferd mit wirklich guter Balance, gut im Galoppsprung weiterarbeiten. So, und dann kannst du daraus mal einen Übergang zum Schritt und dann lassen wir ihn schön da in Ruhe Schritt gehen. Brav, genau. So, und dann drüber Handwechsel. Ne? Genau, gehen wir auf die rechte Hand. Gut. Ja, da gehst du auf der linken weiter, ist alles gut. Prima. Na, auch hier gleich schön losgelassen im Schritt. Muss sicherlich noch so ein bisschen mehr aus der Schulter nach vorne arbeiten. Aber auch das muss man einfach ein bisschen üben, dass er wirklich mehr zur Hand dann dahin zieht. Aber alles Dinge, die sich erarbeiten lassen mit dem Pferd. Ich denke, ein Pferd, was sich durch die Ausbildung wirklich fördern lässt und der jetzt einfach noch ein bisschen mehr in diese versammelnde Arbeit kommen muss. Und dann geht es die nächste Stufe weiter Richtung Klasse M. Dankeschön.